So, jetzt nehme ich euch mal mit zum Füttern hinten bei den Paddocks. Diana fährt mit dieser Elektrokarre jeden Morgen hier hinten entlang. Da sind die ganzen Futtereimer drauf. Und dann werden die Pferde gefüttert bei uns, die Ponys. Bei uns ist es so, dass jedes Pony sein eigenes Kraftfutter bekommt. Das werde ich euch später nochmal zeigen, wie das alles fertig gemacht wird, wie das so ist bei den Einzelnen. Die bekommen ihren Eimer um den Kopf gehängt. Und dann hat jeder sein eigenes Futter und das kann ihm auch keiner klauen, weil es ja am Kopf hängt. Und jetzt geht Jana hier zu der Shetty und Pony Gruppe. Da ist es manchmal so ein bisschen durcheinander, weil die so ein bisschen wild und unkultiviert sind. Aber eigentlich klappt es ganz gut. Jana geht jetzt rein und die werden jetzt in verschiedene Gruppen geteilt. Es gibt welche, die fressen ein bisschen mehr. Meistens so die Älteren oder die, die so ein bisschen mehr tun und die auch ein bisschen mehr Kraftfutter benötigen. Und es gibt die, die nicht so viel fressen oder eigentlich nur Heu bekommen und Mineralien. Und die werden dann extra gesperrt, damit sie die anderen beim Fressen nicht so sehr stören. Jetzt wird kleine Peppo rausgebracht und nach drüben. Und die anderen hinten fressen alle noch Heu. Und dann musste sie jetzt einzeln hoch vorholen, die jetzt hier vorne ihr Futter bekommen, damit sie in Ruhe fressen können. Die Jungs hier vorne wissen schon Bescheid und warten schon. Kaspar, Orion, Bubbles, Giro guckt zu den anderen und wartet darauf, dass sie kommen. Nehmen wir euch jetzt mal mit zu unserem kleinen Shanti. Da hatten wir euch ja schon geschrieben, dass Shanti leider eine kleine Hufrehe entwickelt hat. Shanti hat ja eine Erkrankung, die heißt Cushing. Und dabei ist es unter anderem so, dass zum Beispiel das Fell ganz doll wächst und eigentlich gar nicht mehr so wirklich aufhört zu wachsen. Und deswegen ist Shanti immer so ein wirkliches Fellpony. Aber das ist natürlich bei der Wärme ganz schön unangenehm. Da schwitzt man natürlich ziemlich doll drunter. Und deswegen haben wir ihn jetzt geschoren. Und weil es nachts doch schon manchmal ein bisschen frisch noch ist, bekommt er einfach eine Decke drauf. Und hier unten seht ihr, dass Shanti so spezielle Hufschuhe hat, die der Schmied ihm angebracht hat oder ihn aufgezogen hat. Bei einer Hufrehe ist es so, dass ihnen den Pferden häufig die Hufe so ein bisschen wehtun, je nachdem wie schlimm die Hufrehe ist. Und damit der Tritt von ihm und das Auftreten so ein bisschen gedämpft wird, hat er diese Hufschuhe und dadurch kann er einfach viel besser laufen und hat nicht mehr so Schmerzen. Dann bekommt er jetzt extra Medikamente und extra Futter, damit die Hufrehe hoffentlich bald wieder weg ist. Kaspar möchte auch unbedingt ins Fernsehen und knabbelt mir schon die ganze Zeit am Rücken und möchte gerne sehen, was ich hier so mache. So, jetzt schauen wir mal, wie weit Jana ist. Ihr seht, sieht schon ganz anders aus. Es stehen alle da und warten, dass sie drankommen. Ich helfe jetzt Jana mal so ein bisschen und mache immer das Tor auf. Und dann kommen die einzelnen Ponys rein. Und dann machen wir das Tor wieder zu. Alle hier durch, können wir wieder zumachen und jetzt beginnt das Füttern. Jetzt zeige ich euch das noch. Bekommen sie jetzt nach und nach ihre Eimer umgehängt.
Shanti bekommt hier in dem großen Beutel nochmal sein extra Heu, weil der extra steht, damit er ganz in Ruhe fressen kann und ganz viel Zeit haben kann, dass ihn keiner frisst. Der Stress ist in der Regel ganz, ganz schlecht. So seht ihr es hier. Orion bekommt sein Eimerchen. King wartet schon. Bubbles. Ihr seht, Jana hat eine spezielle Reihenfolge. Und die Ponys kennen auch diese Reihenfolge. Es geht auch so ein bisschen nach Rangfolge bei den Pferden. Und eigentlich wissen die ganz genau, wer nacheinander drankommt. Das ist fast jeden Tag genau gleich, dass jedes Pferd das Futter dann bekommt, wenn es an der Reihe ist. Jetzt kommt Iri dran. Und ihr seht, King steht da schon die ganze Zeit und wartet, aber der ist eigentlich noch nicht dran. Jetzt ist er dran, endlich. Kasper musste auch noch ein bisschen warten. Wenn wir diese Reihenfolge nicht einhalten würden, dann würde es hier ziemlich Ärger geben. Dann wären die Ranghohen ärgerlich und würden dann die Rangniedrigen wegscheuchen und dann gäbe es ziemlich viel Unruhe. Aber Jana ist schon ganz viele Jahre bei uns. Die kennt die Pony wirklich in- und auswendig und macht das immer total ruhig und gelassen und weiß genau, worauf sie achten muss. So, jetzt kommt Giro auch noch. Ihr seht, bei Goofy geht man immer so ein bisschen vorsichtiger ran. Goofy ist ja, wenn man ihn als Kumpel hat, ist das, glaube ich, einer der besten Kumpels, die man haben kann. Aber der ist immer so ein bisschen vorsichtig. So war der schon als kleines Fohlen. Der ist bei uns geboren und aufgewachsen. Und es gibt ja manche, die sind so ein bisschen Draufgänger, wie der hier. Auch bei uns geboren, Giro. Aber der hat überhaupt keine Angst und will alles gerne kennenlernen und eigentlich immer als Erster überall sein, um es als Erster auch zu sehen und mitzubekommen. Und Goofy ist da halt ein bisschen anders. Und es ist ja auch schön, dass die Ponys genauso wie wir Menschen ganz verschieden sind. So, jetzt kriegt der kleine Shanti seine Ration. Er bekommt extra Heu. Und auch ein extra Futter, damit er gut durch diese Zeit kommt. So, nach dem Füttern zeige ich euch jetzt noch mal, was hier vielleicht sonst noch so ein bisschen los ist um diese Zeit. Hier seht ihr, wie Sebastian morgens die Plätze fährt. Ihr seht, der muss immer genau gucken, wo sein Bahnfahrer, der hinten dran hängt, genau lang fährt und ob das von den Höhen her stimmt, weil den kann man ein bisschen runter und hoch machen. Und wenn man den zu tief macht, dann zieht man ganz viel Sand weg. Und wenn man den zu hoch macht, dann nimmt man gar keinen Sand mit und dann wird es auch nicht gerade und glatt. Und das ist ja das, weswegen wir das hier machen. Einmal um Wasser drauf zu bringen und einmal um den Platz wieder gerade und glatt zu machen, damit die Pferde da nicht in irgendwelchen Löchern stolpern oder so. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, was so morgens hier bei uns auf dem Hof los ist, zwischen 7:30 und 10:00. Und in den nächsten Videos nehme ich euch dann mit dem Futter vorbereiten oder vielleicht, wenn der Schmied kommt oder wenn wir die Ponys bewegen, putzen